So, liebe Freunde, welcome back to Blade & Soul. Ja, im letzten Part haben wir das Töpfchenbau besucht. Und heute geht's weiter mit dem Informanten. Wir haben ja herausgefunden, dass es... Wer war? B, irgendwas mit B. Bongyang? Bongyang war es nicht. Das war der hier mit dem Vater und dem Sohn, der gestohlen wurde. Bomwuk oder so? Ja. Schauen wir mal rein. Ja. Bumbak. Habt ihr etwas von dem Mönchskind erfahren können? Ja, Bumbak ist der Spion. Was? Bumbak? Mushins Faust. Nur er wäre so dumm, die Wache zu hintergehen. Wir finden Bumbak. Und wenn wir dafür jeden Stein auf der Insel umdrehen müssen. Schnell, berichtet Do Chun davon. Okay. Geht. Die Zeit drängt. Rennt. Do Chun. Alte Kanacke, du. Alte Banause. Ihr jagt einen Spion, hab ich gehört. Wie sieht es aus? Bumbak hat die Bambusrache verraten. Im Kampf gegen Wong Sam dachte ich schon, dass etwas nicht stimmt. Aber dennoch. Ach, Bumbak, was habe ich falsch gemacht? Wir müssen Bumbak finden. Der Krieg steht auf des Messers Schneide. Bumbak darf nicht den Unterschied ausmachen. Die jüngsten Angriffe und die Aktivitäten der Zwielichtnattern hängen zusammen. Bumbak ist der Schlüssel. Wenn er sich versteckt, dann vermutlich nahe der Flotte der Schwarzen Ramme. Untersucht das Versteck der Yutai im Südwesten. Die Yutai sind schon lange Verbündete der Schwarzen Ramme. Der Himmel sei mit. Alles klar. Ja. Ja. War neu hier. Könntet ihr ihn überzeugen, seine Mission abzubrechen? Ihr habt gut getan. Kämpfen. Geden findet man seinen Banscher. Sie haben das Kloster Stäber verlassen, um Bangyong zu suchen. Sie werden beruhigt sein, wenn sie erfahren, dass er nicht alt ist. Ja. Also der Sohn und der Vater von Bangyong wurden schon freigelassen, waren schon hier im Dorf wieder und sind jetzt wieder los, um den Vater aufzuhalten. Der denkt, sie sind noch gefangen und der dieses komische Bier klauen. Richtig? Richtig. Ja, kommt hin. Und wir sollen das jetzt verhindern. So, was wäre er? Krieger, erinnert ihr euch noch an das Bild, das ihr für mich von den Zwielichtnattern gestohlen habt? Ja. Das mit dem jungen Burschen mit dem merkwürdigen Haar und den eindringlichen Augen? Ich kann mich erinnern. Ich habe schon Geschichten von diesem Kerl gehört, dem Jungen auf dem Bild. Ich glaube, er ist zu einem berühmten Krieger herangewachsen und ich weiß auch, wer mir das erzählt hat. Das war der blinde Sim. Von Zeit zu Zeit spendiere ich Sim einen Drink und er erzählt Sachen. Er ist ein Wanderer, ein alter Mann, also achten die Leute nicht darauf, was sie in seiner Gegenwart erzählen. Er ist eine gute Informationsquelle. Leider ist sein Ruf nicht ganz tadellos. Er ist ein berüchtigter Betrüger und Lügner. Das ist der Hauptgrund, warum ich mich noch nicht aufgemacht habe, um selbst mit ihm zu sprechen. Wenn man mit Informationen handelt, wird man meist als erster verdächtigt, wenn ein Spion auftaucht. Und wir beide wissen ganz genau, dass die Bambuswache Schwierigkeiten hat, Geheimnisse für sich zu behalten. Helft mir bitte. Ich kann mich ihm nicht nähern, ohne dass einer von uns verdächtigt wird. Sprecht mit ihm und bringt ihm Sandschnecken, Muschel, Fleisch. Ich weiß, das wird etwas komisch klingen, doch das ist mein Zeichen, wenn ich geschäftlich mit ihm reden will. Geht und sammelt Sandschnecken, Muschel, Fleisch an der Küste der Insel Chongshu und bringt es zu ihm. Ich danke euch für eure Hilfe. Ja, wenn ein Lügner ein Betrüger ist, wieso kann man dann überhaupt irgendwas glauben, was er labert? Maul, aber soll uns recht sein. Jo. Die andere hast du auch angenommen, ne? Nicht andere? Einer zwei. Im Gedenken an sie Teil 2 und ein Bild des Königs der Diebe als junger Mann Teil 2 habe ich. Okay, alles klar. Insel Chongshu.
Maul. Oh, jetzt kackt er hier schon wieder rum. Nein, nie wieder rüber. Was geht denn hier ab? Oh, Junge, was ist denn los mit ihm? Hör auf rumzukacken. Nicht angreifen. Da oben auch nicht. Hä? Jetzt ist er plötzlich auf dem Boden und ich kann immer wieder angreifen. Jetzt hat er... Aui. Kannst du überhaupt was machen? Hä? Nee, ich konnte nichts machen gerade. Bancha und Bansan. Sohn und Vater. Hallo. Geht jetzt wieder oder was? Hä, hey, nicht. Stimmt, ich kann überhaupt nichts machen. Ciao. Also, eben bist du kurz gegangen bei mir. Ah, jetzt bist du da hinten. Okay. Hä? Ja, jetzt kann ich auch reden. Ihr habt meinen Vater gefunden? Wie wundervoll. Als Großvater und ich zum Stehbach zurückkehrten und ihn dort nicht finden konnten, haben wir uns Sorgen gemacht. Er sollte bald zurück sein. Den Himmel sei Dank. Ich werde mit Großvater reden und wir werden zum Kloster Stillbach zurückkehren. Ich hätte wissen sollen, dass Vater es schaffen würde. Ich muss ihm mehr vertrauen. Ja, ja. Ich kann nicht gehen. Wir haben hier etwas zu erledigen. Ich danke euch, dass ihr den ganzen Weg hergekommen seid, um mir zu sagen, dass mein Sohn in Sicherheit ist. Aber ich fürchte, bevor wir uns um diese Jutei gekümmert haben, kann ich nicht gehen. Jutei? Jutei sind eine Rasse von ekelhaften Fischleuten, die von der schwarzen Ramme genutzt werden, um auf der Insel Shongshu Fuß zu fassen. Sie sehen nicht besonders imposant aus, aber es sind wilde Kämpfer. Die Jutei nutzen diese Chance, um der schwarzen Ramme zu imponieren, um sich mehr Ansehen Marin zu verdienen. Ihr Boss Yil-Rei ist besonders darauf erpicht, sich eine Position bei der schwarzen Ramme zu verdienen. Doch ich glaube nicht, dass all seine Leute so viel von der schwarzen Ramme halten wie er. Wenn ich noch jünger wäre, würde ich selbst gehen und es mit Willray aufnehmen. Wenn man ihn überzeugt, würden die anderen Jutei schnell die Flucht ergreifen. Bezwingt. Aber ich bin nicht mehr so beweglich wie früher. Was ist denn mit euch? Ihr seht mir so aus, als ob ihr Willray einen harten Wettkampf bieten könntet. Wie wär's? Das Versteck von Willray und seinen Jutei liegt unter der Klippe direkt vor uns. Schnappt ihn um. Alles klar. Ah, hier sind diese Muscheln auch. Schön am Rumkacken. Hallo. Oh, was ist das denn Feines? Boah, das war das. Das Sandschneckenmuschelfleisch. Eingang zum. Achso, da. Kann man das freischalten hier? Das ist einfach. Keine Ahnung, was das ist. Ist das nicht dieses Drachenblut? Kack. Brauchen wir noch diese Münzen für, meint er doch. Weiß ich jetzt nicht. Du jetzt? Ich bin reingegangen. Du schon rein? Rein! Zum Hain. Versteck der Jutei. Oh, da sind wir getrennt, ne? Was kann ich auf hier hoch zusammen rein? Nee. Scheint nicht. Wann ist denn das alles getrennt? Ey? Ist ja voll kacke. Ja.
das so, weil wir mal gleichzeitig reingehen. Wenn erst einer reingeht und drinne ist und dann der andere, wenn man irgendwas auswählen kann oder so. Das weiß ich nicht. Das für ewige Viecher, ey. Geh erstmal recht. Ach nee, da ist so ein Drachenblutding. Drachenspule. Das ist nur in Höhlen, ah, alles klar. Bambuswache Bumbak, du Wichser, du blöder Verräter. Das war's mit dir. Wartet, lebendig wird sich euch mehr als tun. Ich schwöre es, ich erzähle euch alles über Jahrestein. Es ist aus, Bumbak. Ich weiß, dass ihr der Spion seid. Kinder, der war gut, Bumbak. Ihr habt es noch immer drauf. Ihr lügt! Ich schwöre, es ist die Wahrheit! Meine Frau, Christbella, und meine 17 Kinder sind krank. Alle 17. Sie sterben. Christbella ist auch krank. Wirklich! Ich schwöre, dass ich heute zum allerletzten Mal für die schwarze Ramme arbeite. Aber der. Weiß nicht, ob ich euch glaube. Ich habe mich geändert. Ihr gebt mir eine zweite Chance, oder? Oder eine zweite Chance, bitte. Sagt mir, was ich wissen muss, dann verschone ich euch. Natürlich. Vielleicht. Wisst ihr, warum es gewonnen auf das Bambusdorf abgesehen hat? Nicht nur wegen den Plündern. Der wahre Grund ist Namsuyo. Namsuyo? Was meint ihr? Die schwarze Ramme griff Jadestein nur an, um die Bambuswache abzulenken. Tatsächlich will Gwon Namsuyo direkt unter der Nase der Wache wegschnappen. Ist nicht die Prinzessin da? Ich vergesse das nicht. Gib mit wem auch immer. Ich glaube, es war auch diese Prinzessin da, die uns geheilt hat am Anfang. Bin mir gar nicht sicher. Auch nicht. Aber ich glaube. Der Auftrag ist abgeschlossen. Was ist das denn da für ein fetter Fisch? Was macht er denn mit mir? Schau. Das wird wohl nichts. Schau. Erstmal was fressen. So. Next try. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Irgendwie ausweichen? Ah, geht alles irgendwie. Kasten? Ja.
sprecht mit Duchun. Ich danke euch, dass ihr Vilray besiegt habt. Wenn ihr mir auf meinen Patrouillen erneut begegnet, werde ich euch, ich es euch wissen. Los, raus hier! So, was ist jetzt neu dazugekommen hier alles? Oh, ciao! Soll ich denn das noch alles sortieren? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Halsschmuck? Ah, cool. Wenig Ohrring. Komm schon. Voll. Durchbruch möglich. Brauchen wir mal für den Durchbruch? Ach, hier. Ja, was braucht man dafür? Unten, ja. Der Ohrring. Von Wufu. Solchen Halsschmuck. Solchen Senke im Dorf Jadestein. Okay. Und nu zurück, oder was? Ja. Kann ich auch irgendwie sich teleportieren? Ach, das kostet Geld. Nö, nö. So was mogen wir nicht. Obwohl, wir könnten eigentlich mal kurz ins Dorf Jadestein. Dann könnte ich den Durchbruch machen. Ist sogar noch eine Quest. Achso. Ja, doch. Ich gehe da mal kurz gucken. Windwandeln wirken. Verwertet Juwelen und Bagua. Ne, verwertet, um Juwelenfragment und Verschmelzungspulver zu erhalten. Aha. Willst du denn diesen Durchbruch kaufen? Ja, solchen Senke. Alter Mann, Cho. Das war Cho. Achso, alles klar. Dieser Lustmolch, dieser komische. Das stimmt. Was denn hier? Hast du es gesehen? Wo ist der Sound hin? Ich hab keinen Sound mehr. Hallo? Hä? Was ist denn jetzt los? Ciao, ist alles am Abkacken hier bei mir. Ah, jetzt kommt schon mal der Sound wieder. Ich mach mal kurz Aufnahme. So. Jetzt geht's wieder. Ah, geht schon. So, Seuchensenke, wo ist denn die? Oh, geht immer noch nicht. Es kackt immer noch rum. Was ist denn das für ein Scheiß?
das, soll ich denn denke. Dann krieg ich jetzt diesen komischen Schmuck. Hier oben. Jetzt beruhig dich doch mal, du Scheiße. Gibt's das? Also meinst du diesen einen Schmuck da, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also bei mir steht halt... Was ist denn da überhaupt erwachte Fertigkeiten? Berserker. Bei mir steht halt, dass das hier gibt. Ja, bei mir steht es auch. Jetzt bist du auch hier. Hast du mein Internet? Ich kann schwer nichts machen. Verbindung zum Server getrennt. Ciao. So, weiter geht's. Jetzt geht die Scheiße hier auch. Jetzt ist hier schon alles platt gemacht, wa? Wenn du jetzt noch da drin bist, wo ich drin war. Ja, dann schon. Toll. Hast du so ein Ding bekommen? Ja, ich guck grad. Toll, so scheiß. Ach, von diesem Boss hier gibt's einen. Wollen wir nochmal machen. Boss? Hm. Welchen Boss? Na, hier war so ein Boss. Also hast du die Kette bekommen, oder was? Seuchtenhalsschmuck. Genau. Ja. Können wir das überhaupt nochmal machen? Ja, klar. Da musst du erstmal rausgehen. Achso, ja, oder? Also es war in so einer Kiste mit zufälligen Gegenständen. Kannst du dieses Portal da benutzen, ne? Ja, ich glaube nur ein Ladebildschirm. So. Ah, perfekt. Perfekto, perfekto. Ich war mein Inventar leer, ne? Das ist komplett voll. Weg mit euch! Nein.
Eine Feldquest hat begonnen. Eine Feldquest hat begonnen. Schau, ich bekomme. In dieser Truhe. Das ist bei mir offen. Das ist die zweite Truhe offenbar gewesen. Das ist offen bei mir. Ciao. Denke ich eh nicht mehr dann beim nächsten Mal. Ach hier. Ach, die bekommt man durch den Brief. Alles klar. Wieder solchen Heilschmuck. Ja, perfekt. Nein. Shift. Solchen Heilschmuck. Stärken. Aber warum ist er jetzt erst wieder Stufe 3? Er war schon beim Durchbruch. Hä? Verstehe ich nicht. Durchbruch und dann geht's ja weiter. Ja, aber mir ist jetzt wieder zwischen 3 und 4. Wo in der Hormon Phase 3? Ich war eigentlich schon also bei mir kam dann noch 6. Ja, oder verkackt. 7. Dann hat er das wohl nicht gespeichert irgendwie. Weil es abgekackt ist ja bei mir. Aber die ganzen Sachen sind trotzdem weg. Geil. Kann doch nicht weg sein, oder? Das ist wieder zwischen 3 und 4. Ich war ja auch schon beim Durchbruch. Kurios. Egal. Zurück. So. Kloster Stillbach. Zu Porten oder wie? Ja. Oder das Wanderhütte oder? Nee. Kloster Stillbach. Oh, stimmt. Mit Level 20 kann ich sogar mein Schwert erweitern. Das ist ein bisschen Durchbruch. Ist das so? Ich bin mal gespannt. Das ist die Waffe. Da. Armreif.
Verwandeln. Ich kann ihn nur verwandeln. Zum Erwarten. Gegenstand der Opferung. Pestarmreif. Erhalten von Sund der Schwarzen Ramme. Wie kriegt man das denn her? Sund der Schwarzen Ramme? Was? Sund der Schwarzen Ramme? Ja. Bei mir auch. Gut, ich denke, ich werde mir ein wenig mit den Bans unterhalten müssen. Es ist so gefährlich, wenn sie alle in der Bambuswache sind. Banyong ist ein ganz guter Kämpfer, aber vielleicht kann Bansan eine Verwaltungsaufgabe übernehmen. Mancher will einen guten Boten abgeben. Ich muss da nicht darüber nachdenken. Mach das, mach das. Gut schon. Schwarze Ramme hat Namso Jo entführt. Ich Elender hätte sie nie im Dorf allein lassen dürfen. Ciao. Bumbak meinte, Jadestein wäre nur eine List sie gewesen. Sie haben die Wache und mich überrumpelt. Aber woher wussten sie, wann ich das Dorf verlassen würde? Es muss noch einen zweiten Spion geben. Jemanden, der genau wusste, wann ich das Bambusdorf verlassen würde. Ich muss sofort zurück. Banyo wird euch alles weitere sagen. Ich muss weg. Der Rest liegt an euch. Kämpft weiter, Lian. Okay. Sie kamen wie aus dem Nichts. Die Schwarze Ramme kannte unsere Routen und Schichtwechsel. Bevor wir uns versahen, hatten sie auch schon Namso Jo geschnappt. Einer der Männer nannte ihn Leutnant Wung Sam. Er war groß. Er war groß. Meister Dodan versuchte ihn aufzuhalten, aber Wung Sam warf ihn zu Boden und verletzte ihn schwer. Es war ein Albtraum. Reißt euch zusammen. Gut, ihr habt recht. Konzentrieren wir uns auf Fräulein Namso Jos Rettung. Vor dem geplanten Angriff auf die südliche Flotte sandte Dochun eine Vorhut zur Wächterküste. Wir werden die Schwarze Ramme vertreiben. Das werdet ihr? Ihr seid tapfer. Sprecht mit unseren Truppen an der Wächterküste und helft ihnen. Ihr könntet dem Kampf die entscheidende Wende bringen. Jawohl! Wenn ihr mehr über Windwandel wisst, dann lest den Brief. Vielleicht kommt das ja jetzt. Da, wo man das Teil kriegt. Auch Sprungkraft rechts. Macht mal Pause, ich muss euch etwas sagen. Besondere Währung, besonderer Shop. Der Hangmun Shop verkauft. Was? Hab ich nicht voll. Kram für Krieger. Drückt F10, um den Shop zu öffnen. Jetzt. Das war's schon. Bla bla bla. Ich kauf da nichts. Was ist denn Sprungkraft? Fällt euch das Windwandeln? Besser als hier eine Schildkröte durchschlagen, oder? Es gibt aber immer mehr zu lernen und schnellere Wege, um herzuspringen. Gehen wir die nächste Stufe an. Okay. Sprechen mit dem alten Sho. Oh nein. Ich will nicht mit dem reden. Wie lange leben wir jetzt eigentlich schon wieder auf? Ich glaube, wir sollten mal eine Pause machen, oder? Oh, kann gut sein. Ja, komm, hier mit dem reden wir noch. Hey, ich kenne euch doch. Dieses Stampfen würde ich jederzeit wieder kennen. Ihr seid dieser Krieger aus dem Bambusdorf. Wart ihr in letzter Zeit dort? Ich würde lieben gerne zurückgehen und einen Hauch von der Schönheit Namso Jo einatmen. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber ihr Parfüm ist himmlisch. Und wenn sie so aussieht, wie Bürgermeister Daegu sie beschreibt, ist sie das schönste Mädchen im ganzen Land. Und dieser Daegu, der hat sich selbst nicht unter Kontrolle, wenn er ein hübschen Mädchen sieht. Irgendwann wird er sich noch eine Menge Ärger einfangen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Warum plapper ich über Daegu? Braucht ihr etwas? Ich suche nach einem Mann, der aussieht wie... Ihr wisst doch, dass ich blind bin, nicht wahr? Wie könnt ihr es wagen, mich zu fragen, ob ich jemanden nach einem so... an seinem Aussehen erkenne. Kein Respekt für alte Leute, absolut kein Respekt. Tut mir leid, ich habe Sandschneckenmuschelfleisch gebracht. Ach stimmt, den haben wir noch vergessen. Oh, na, ja. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Ich schätze, ein gemeinsamer Freund hat euch geschickt. Was für ein netter Junge er noch ist. Wärt ihr so lieb und würdet das Sandschneckenmuschelfleisch für mich kochen? Dort drüben steht ein großer Kessel.
Maui. Machen wir das halt auch noch. Ding. Oh, diese Muschel riecht wundervoll. Wenn, wenn das Kriegergeschäft nicht so gut läuft, solltet ihr über eine Karriere als Koch nachdenken. Ihr habt nach diesem Mann gefragt. Ihr habt doch sicher schon von Lumang Syndikat gehört. Wisst ihr vieles über ihre Organisation? Das Lumang Syndikat ist eine Verbindung von berüchtigten Dieben. Das Bild, das ihr beschrieben habt, ist ganz ähnlich von Jung Sang, dem Anführer des Syndikats. Aber warum wären sie nach ihm auf der Suche? Sie sollten wissen, wo der Anführer ist. Doch das weiß ich nicht. Ihr solltet mit Priester Yun Dam sprechen. Vor langen Zeiten war er und Jung Sang befreundet. Vielleicht weiß er, warum die Zwielichtnatter nach ihnen suchen würden. So, so. Ja. Das war's aber mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh, ciao.